Schau mal, oh, ein Mensch, unser Fleischtruppe Fort ist da vorne. Was, du willst passieren? Hm, was kann ich tun? Du musst beweisen, dass du nicht zur Richie-Truppe gehörst. Hm, oh nein. Kommt sofort, zerlegt das Fort der Fleischtruppe. Oh, das ist nicht gut. Wenn wir unser Fort verlieren, ist die Fleischtruppe erledigt. Oh, wir haben dich hier noch nie gesehen. Du bist erledigt. Hm, das ist verrückt. Alle Einheiten vorrücken! Ja, die müssen wir jetzt platt machen. So, folgendes. Die sind vor allem nicht schwach. Kümmert euch mal um den, in der Mitte steht. Alter, du, ihr macht kaum Damage. Oh, es geht aber, es geht. Ich versuche, die 150 voll zu kriegen. Ich muss hier mit Heilungskisten arbeiten. Gerade bei ihm muss ich damit arbeiten. Alter. Ah, ich habe keine andere Disken. Scheiße. Du könnt... Nein! Er kann nicht seinen Special Move machen. Taktik. Gehst auf den. Und machst da mal deinen Special Move. Weil die anderen beiden sind so gut wie erledigt. Siegesknöchel. Okay, die Attacke kenne ich aber anders. Da muss ich mal wieder eine Heilungsdist reinwerfen. Ich muss mal bei beiden Heilungsdist reinwerfen. So, 20, nochmal 20, da kann ich mit Blumera Mondi Special Move machen. Attack! Blumera Mondi Attack! Kalte Flamme! Das müsste reinhauen. Ja, aber nicht wirklich so, wie ich mir das erhofft habe. Aber es geht, es geht, es geht. Geht nochmal 30. Nochmal 30. Sind wir schon wieder bei 100. 20. Noch einmal perfekt drücken. Und dann Special! Blumeramon Special Attack! Mach es fertig! Mit der kalten Flamme. Jawoll, 2000 Bit bringt das. Und keiner Technik gelernt. Wow, Rückzug, Rückzug. Wow, du bist echt krass. Wir schulden dir was. Ich lass dich durch. Du musst dich aber mit General Leomon treffen. Okay, die beiden sind nicht verletzt. Das ist positiv. Das Tyrannomon ist nicht gerade schwach. Genau, du willst nämlich immer kämpfen. Tyrannomon verschwindet schon mal, nice. Was willst denn du von uns? Ein Tylamon. Du da, bitte höre meine Alliance-Geschichte. Seit kurzem kann ich nicht mehr schlafen. Es ist nicht so, als ob mich etwas wach hielte. Und doch, ich kann nicht schlafen. Du bist doch ein Zähmer, nicht? Vielleicht kannst du dich mit dem Schlaf von Digimon aus... Kennst du etwas, das mir beim Einschlafen helfen könnte? Fällt dir nicht irgendetwas ein? Hm, ich kann ja die Augen nach etwas offen halten. Ich danke dir. Ich überlasse es deinen Händen. Vielleicht gibt es in Rosemonds Palast irgendein Gerät. Hilf mir. Ich mache mir solche Sorgen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich brauche ein Item, das meine Probleme löst. Wir gehen erstmal zu Leomon, denn der hat auch ein paar Probleme. Beim geheimen Friedhof. Das Gurmon will nicht kämpfen.
Warum und in Orange? Ist das was herunter? Oh ja, da ist was herunter. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Materialien wären jetzt auch recht. Oh, schon wieder ein Klo? Alter Schwede. Schon wieder. Komm, einmal mobiles Klo. Zack, bam. Perfekt. So, hier haben wir Leomon. Aber erstmal machen wir das Schein. Nice. Mit seltenen Items. Jawohl. Und dann haben wir Leomon. Hey Duda, was machst du hier? Ich bin Leomon, der Anführer der Fleischtruppe in der Ogido-Einöde. Ich komme im Namen von Grab Leomon. Was? Du kommst im Namen von Grab Leomon? Ist meinem Freund etwas zugestoßen? Philipp hat erklärt, was passiert ist. Aha, also hat Grab Leomon all das getan, um mich zu retten. Aber hey, das bedeutet nicht, dass ich dir schon vertraue. Wenn du die Wahrheit sagst, musst du auch unsere Parole kennen. Sag, wie lautet sie? Kein Fleisch, kein Diggeleben. Oh ja, das ist unsere Parole. Alles gleich, kann dir vertrauen. Bitte hilf uns an Grab Leomons Stelle. Unsere Fleischtruppe gerät hier in der Ogido-Einöde nämlich ständig mit Rosemonds Witch-Truppe aneinander. Rosemond hat in einem Fleischfeld am Rande der Einöde ein Gebäude errichtet, das der Rosenpalast genannt wird. Seit seiner Erbauung leiden die Digimon in diesem Gebiet an extremer Nahrungsmittelknappheit. Darüber hinaus haben sich Rosemonds Leute zur Witch-Truppe formiert und versuchen nun uns von ihr zu vertreiben. Wenn das so weitergeht, sind alle Digimon in großer Gefahr. Wir brauchen deine Macht, um uns zu wehren. Du hast nur ein grobes Bild von dem, was gerade passiert. Ich weiß, es kommt plötzlich, aber ich habe eine Bitte. Zuerst musst du das Gebiet selbst ansehen und dann solltest du versuchen, die Vici-Truppe auszuhorchen. Dort wimmelt es vor heißblütigen Digimon. Es wird nicht einfach, aber wir zählen auf dich. Alles klar. Leomon, dann da werden wir noch unseren Spaß haben. Wir sollen erstmal herausfinden, was da überhaupt vor sich geht. Alles klar. Können wir natürlich machen. Und werden wir auch machen. Und falls wir hier rein wollen. Das ist ja das Problem. Jetzt müssen wir immer diese kleine Armada da von Digimon besiegen. Die immer hier in Angriff starten. Auf diese kleine Fleischtruppe. Na komm, leckt mich, ich bin schon weg. Hier ist nämlich das zweite Tunnelsystem. Hier riecht es Material nach seltenen Material. Nö. Hier drüben ist ein Tyrannomon. Das hat auch eine Bitte an uns. Hey, warte mal kurz. Du weißt, wer ich bin und machst trotzdem, was du willst. Mit der Einstellung kommst du nicht lange durch, Kumpel. Hier gibt's Regeln, die werden eingehalten, klar? Du tust so, als ob dich das alles nichts angeht. Komm schon, ich habe noch nie von einem ahnungslosen Mann gehört. Na schön, Klartext. Mit Regeln meine ich, dass du mir dem Boss dieses Tunnels einen Fleischbeweis liefern musst. Was? Du weißt nicht, was ein Fleischbeweis ist? Das heißt, dass du mir 20 beste Fleischstücke besorgen musst. Auf den Punkt gebracht, 20 beste Fleischstücke hierher. Okay, okay, ich bring dir welche. Cool, bist echt ein braves Kind. Alles klar, und jetzt bring mir diese 20 besten Fleischstücke, aber pronto. Ja, darauf wollte ich auch hinarbeiten. Das war nämlich das, wo ich gesagt habe, ich brauche unbedingt die besten Fleisch... Ach nee, Fleischbrocken waren das, die ich da okay. Ja, bestes Fleisch ist nochmal eine Stufe höher. Ich hab nie... Aber die... Ah, ne, die Fleisch... Brocken brauche ich auch. Das Digimon kommt nämlich jetzt. Nein, nein, nein. Gaumon, Gaumon. Hey, Duda, hast du meinen Sandsack gesehen? Ich heiße Gaumon, ich trainiere von morgens bis abends, um für das nächste Boxturnier fit zu werden. Aber ob du es glaubst oder nicht, kaum schaue ich eine Sekunde weg, da wird mein kostbarer Sandsack gestohlen. Naja, Sandsack, eigentlich war es ein Fleischbrocken. Überrascht mich nicht. Fleisch ist hier nämlich knapp. Aber was soll ich denn jetzt machen? Das Turnier steht vor der Tür und ich brauche einen Fleischbrocken. Hör mal, kannst du mir vielleicht ein paar Fleischbrocken bringen? 20 Stück sollten für alle reichen. Sicher. Danke dir, aber beeil dich. Ich brauche sie rechtzeitig vor dem Boxturnier. Hey! Ja, das hat jetzt eigentlich auch einen Grund gehabt, warum ich das schnell gedrückt habe. Ja, kommt mal.
Gott. Oh, da hat jemand auch so viel Damage. Taktik, du. Auf den. Nö, warum auch Geräusch? Warum auch gehorchen? Feuer-Kombo, okay. Aber das ging nicht auf das gleiche Digimon. Einmal Special Move. Ah, die sind fast alle down, sehe ich gerade. Siegesknöchel. Komm, mach den letzten. Komm, mach den letzten auch noch platt. Mit einer kalten Flamme. Bam, bam, bam. Alter, das sieht so geil aus, als wenn der den wirklich schlagen würde. Dreimal Fleischbrocken geben die. Ja, die liegen ich auf jeden Fall hier nicht ab. Kannst du? Das verdorbene Fleisch brauche ich jetzt nicht mehr. Oh, die wollen gelobt werden. Nice go. Natürlich. Mirage Gau, Gamma und Tipp. Hey. Ja, genau, die Digimon mit Fleischsandsäcke. Das hört sich komisch an. Das ist Tyrannomon, wie ich. Das geht so scheiße. Das geht kacke. Und das ist nicht schwach. Was geht denn hier? Die Vigitruppe ist zu stark. Sie wird die Festung einnehmen. Ja, super. Kannst du dich mal da wegbewegen? Geh mal da hinten in die andere Ecke. Ja, in die andere Ecke sollst du gehen. Oh. Ich weiß, dass Tyrannomon nicht gerade schwach ist. Jetzt geht's. Ja. Ja, man muss wissen, wann es geht und wann nicht. Dann, ja, dann ist es einfach. Das ist auch Übungssache. Weil sonst, wenn er jetzt mir entgegengekommen wäre, dann wäre Meramon im Weg gewesen. Das hätte mich dann wieder den Arsch gerettet, auf gut Deutsch. So, ich will gegen euch gar nicht kämpfen. Das reicht auch. Weil wir wollen ja den Rosenpalast ausspionieren. Es gibt halt Digimon, die auch ein bisschen schneller sind. Dieses Black Garurumon zum Beispiel. Das holt dich ein bisschen ein. So, jetzt sind wir beim Dornpalast. Da waren wir ja schon mal. Ganz kurz. Und zwar wirklich ganz kurz. Ah, hier sind zwei Digimon. Sprechen wir mal mit dem. Mit Garurumon. Das ist mir sympathischer. Es ist gefährlich hier. Das heißt wohl, ich sollte mal zeigen, was ich kann. Ich bin hier auf einer Geheimmission. Komm mir bitte nicht in die Quere, okay? Okay. Ja, ich werde wohl nicht drumherum kommen. Doch, ich kann mit Lilimon reden. Oh, bist du ein neuer Rekrut der Vici-Truppe? Nee, du siehst anders aus. Zu würdevoll. Das ist der Dornenpalast von Lady Rosemon. Sieh dich nur um, solange du nicht zur Fleischtruppe gehörst. Lady Rosemon ist im Rosenpalast, tief in diesem Gebiet. Ein paar von uns sind sehr verbogen. Ich weiß also nicht, ob du es bis zu Lady Rosemon schaffen wirst. Nur auf meinem Magen hängt mir bis in den Kniekehlen. Hey du, da hilft doch einen armen Mon in Not. Was ist los? Weißt du, bis vor kurzem habe ich noch köstliches Gemüse auf den Feldern von Dornenpalast gezüchtet. Aber der Idiot Vigimon hat sich alle Gemüsefelder geschnappt, um sich bei Lady Rosemon einzuschleimen. Seitdem haben wir anderen so wenig zu essen. Es ist schrecklich. Wenn wir zur Fleischtruppe überlaufen, würde das Lady Rosemon schaden, aber so verhungern wir noch. Jemand muss Vigimon eine Lektion erteilen und ihm diese Felder abnehmen. Bitte, du musst das für uns tun. Kann ich gerne machen. Warum stehst du dann da auf einmal? Okay. You did it. Der macht auch nicht gerade wenig Damage, ey. Gut. Ja, 500. Aber wir können den Special Move schon mal machen. Okay, 500.
Also durch dieses Laufen auf jeden Fall kann ich hier die ganzen Heilungsdisten erstmal sparen. Alter, der hat ja kaum was abgezogen. Und go, kalte Flamme! Alter, das hilft so viel, wenn ihr echt auf diesen Spezialmove so ein bisschen arbeitet. Da könnt ihr die nämlich auch relativ schnell K.O. Oh, eine schnelle Nuss, brauche ich die? Ich tausche das mal gegen die ölige Nuss aus. So, sie wollte ja, dass wir das Vegimon verjagen, dass die Fett am Dornpalast in Anspruch nimmt. Also nicht ganz einfach, das ist hier um die Ecke. Bevor ich dass ich hier Digisäure finde, hier nämlich. Digisäure, komm bitte. Bitte. Oh, natürlich nicht. Tiefsee und Ionenwasser. Das Ionenwasser ist nicht so selten. Ich will eigentlich nicht gegen dich kämpfen. Gegen dich eigentlich auch nicht. Das war gegen den, da will ich kämpfen. Gegen den hier.